Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Einführung in die Meeresbiologie und für diesen müssen wir das Schwarzwasserungetüm im ewigen Palast auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem wir insgesamt 50 Proben des Meereslebens in der tiefschwarzen Grotte gesammelt haben. Und zwar, was machen wir jetzt hier? Wir pullen ganz normal den Boss. Und sobald der Boss gepult ist und ihr einmal draufgehittet habt, fangen die Druids an, in eurer Gruppe rumzuschwimmen und diese Sachen aufzusammeln. Das sind verschiedene Sachen, so Muscheln, so Seesterne, alles mögliche könnt ihr anklicken, aber erst nachdem der Kampf begonnen worden ist. Warum jetzt unbedingt die Druids? Und zwar, sie haben ja eine Wassergestalt und damit schwimmen sie schneller und das macht es wesentlich angenehmer. Und ein paar Leute müssen auf jeden Fall oben den Kampf spielen, denn ihr müsst den Boss dann auch töten. Und es läuft eigentlich so, dass ihr losschwimmt, jeder schwimmt so ein bisschen in eine andere Richtung, klickt das Zeug an und macht es am besten so, dass ihr mitzählt, wie viel ihr angeklickt habt und gebt dann immer wieder so eine Zwischenzahl, okay, ich habe jetzt 10, der andere hat 15 und dann zählt ihr halt zusammen, auf wie viel er kommt. Wir haben, glaube ich, am Ende gut über 70 Stück angeklickt gehabt, also hier sind weitaus genug, ihr müsst nicht wirklich 100% alle finden, die hier rumliegen, es sind gutes Stück mehr da, manche backen ein bisschen, die könnt ihr nicht anklicken, also versucht nicht zu lang bei einem rumzubasteln. Ja, das ist kein Problem. Ihr müsst euch übrigens nicht den Heilbuff holen. Ihr bekommt, wie ihr hier seht, keinen bzw. so gut wie keinen Schaden. Ich bin da, glaube ich, jetzt 2-3 Minuten rumgeschwommen und habe keinen nennenswerten Damage bekommen. Also das ist definitiv kein Problem. Ihr müsst nicht immer wieder zurückschwimmen und euch den Buff holen, sondern könnt einfach nur rumschwimmen, Sachen anklicken, fertig ist. Und sobald ihr euch sicher seid, dass ihr über 50 habt, könnt ihr einfach den Boss unboxen. Wir haben das jetzt hier mit 4 Druids eigentlich in der Zeit geschafft, in der die restliche Gruppe den Boss runtergespielt hat. Und ja, dann war es kein Stress mehr, man hat einfach den Boss getötet, Achievement ploppt auf und das war es an der Stelle auch. Mehr ist es für das Achievement nicht. Ja, ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.